Hier im Turm vom Schosser Ganz ist 1983 das Museum Sir Ganzer Land nach einem Umbau neu eröffnet worden. Und das ist voll und ganz gelungen. Damals, im 1984, hat nämlich der Europarat die Auszeichnung Museum des Jahres nach Sir Ganz vergeben. Jetzt ist dem Museum eine weitere Attraktion verliehen worden. Kinderspuren heisst das neue Projekt. Wir haben zwei Tage vor der Eröffnung einen Augenschein genommen. Matthias, was geht jetzt hier ab? Hat der Jörg gedacht vor 500 Jahren, dass er einmal an die Wand gehängt würde? Kinderspur ist die Eröffnung am nächsten Samstag und der Simon macht die letzten Vorbereitungen. Aha. Also der Jörg, das ist der Graf Jörg, Georg, gell? Der Graf Jörg, 1504 gestorben, in der Kirche zwar ganz beerdigt, mit Helm, Schild und Schwert. Und das ist seine Frau, die Ehefrau Anna von Rezünz. Aha, das ist jetzt in Komik natürlich ausgeführt, gell, in dem Fall. Genau, man hat keine Bilder von ihm, man weiß nicht ganz genau, wie er ausgesehen hat. 1427 ist er geboren, das war ein Rechtsalter damals, he? Das ist ziemlich alt. Damals sind viele Leute auch mit 50 schon alt gewesen und sowieso mit 60 sowieso gestorben, der ist alt geworden, ja. Und wie sind jetzt auf das gekommen, der Graf Jörg als Komik zusammen mit der Anna aufleben zu lassen? Für uns ist es nicht in dem Sinn Komik, wo so ein bisschen Walt Disney soll sein, sondern eine Figur, die einfach durch das Schloss führt und wo eben das Schloss natürlich auch am besten kennt. Das war sein Schloss gewesen, das er am Schluss ja den Eidgenossen verkauft hat. Und damit ist es eine Figur, die sich für Kinder und Jugendliche eben gut reinversetzen könnte und die er ihnen auch wie Geschichte erzählen kann, zusammen mit seiner Frau. Und der Simon, der Schach, das ist jetzt nicht ein Handwerker, sondern das ist der Ideenlieferant hier oben. He? Der kann mehr als sogar die Schrauben rein tun. Der kann eben alles, der hat die besten Ideen, darum kommt das gut raus. Er sieht auch noch so ein bisschen aus, gell? Als ob er noch ein bisschen eine Affinität mit so ein bisschen lustigen Sachen im Kind hat. He? Ja, das versteht er gut, tipptopp. Wie bist du auf den Simon gekommen? Es gibt eine Museumsgruppe, das ist der Wert von einer guten Zusammenarbeit. Es gibt eine Museumsgruppe seit 30 Jahren, die sich über das Glanerland, das Linkgebiet, das Sarganserland, Werdenberg erstreckt. Und da haben wir jährlich zwei oder drei Treffen. Und da haben wir uns getroffen im Museum in Schennis, wo der Simon auch gestaltet hat, weil er ja auch ein Schenner auch ist. Aha. Ja gut, das passt alles zusammen irgendwie. He? Und das hat dann auch gepasst und ist in ein kleines, gutes Büro zu Rapperswil, Agentur Fritz. Und ja, das ist, passt auch zu unserem Museum. Wir haben ausgezeichnet zusammen geschafft. Super. Und die zwei arbeiten sicher auch gut zusammen, sind blau und gelb gekleidet. Das heisst, es gibt so keinen roten Faden, sondern wahrscheinlich einen blauen oder einen gelben Faden. Oder wie ist das jetzt? Am Samstag schneiden wir das gelbe Band durchschneiden und es gibt einen gelben Faden. Ja. Und gelb und blau, das ist, die Idee ist natürlich, seit 600 Jahren ist das das Wappen von der Landsvogtei, Grafschaft vom Sarganserland. Mit den drei goldigen Sternen auf blauem Grund. Und das sind die gleichen Farben, die man hier aufgenommen hat. Und da führt der gelbe Faden durch, genau. Durch die sechs Stöcke. Dort, genau. Und die Kinder können sich dort frei betätigen. Oder gibt es einen Wettbewerb? Oder gibt es ein Plättchen, das man ausfüllen kann? Oder? Ich habe das ja gerade im Sack. Es gibt einen Geleitsbrief. Das muss aber dann noch ein Bändel haben. Und der Bändel hängt man um den Hals. Und das ist der Geleitbrief, der einem durch alle 15 Posten, die es hat, führen tut. Hoi, jetzt aber. Da hat es Signet drauf. Da kann man dann damit merken, dass es um eine Mauer oder um eine Eisenkette, um Gericht und um eine Krone und so weiter. Mal 15. Und auf jedem Posten, das ist auch das Neue, das ist das Coole, das ist das Tolle für Kinder und Jugendliche, dass man eben etwas machen kann, aktiv sein und das Mittelalter damit durch eigenes Tun erleben. Und was man als Kind mal erlebt hat, zieht einem vielleicht auch später eher wieder an. He? Das könnte sein, oder sie schleppen den Grosseltern mit, das wäre ja schön. Ja, also, ist jetzt Donnerstag vor der Eröffnung, gell? Haben wir extra so gemacht, damit man noch ein bisschen einschauen kann. Dann gängt man mal ein Stückchen dem gelben Faden an. Wunderbar. Es ist einfach jetzt noch ein bisschen Baustelle, aber das ist glaube ich, auch interessant, um zu schauen, wie das eben entsteht. Und bis am Samstag ist dann alles wunderbar parat. Was machen Sie das? Denkmalgerecht. Heißt das? Es hat schon Löcher in der Wand, die sind schon 40-jährig. Und wir nehmen jetzt genau die gleichen Löcher, damit man nicht den Verputz verletzt und damit man nicht die Mauer kaputt macht. Das ist ein historischer Putz. Ah ja, genau, natürlich. Das ist noch wichtig, gell? Und da sind wir jetzt vorher gesagt, wir müssen genau raus tüfteln, weil so richtig hänge ich dann, he? Ja. Also, was ist denn das? Was denkst du, Simon? Was heisst denn für dich richtig hangeln?
richtig hängen heisst einfach, dass es nicht irgendwie Schöpse in der Landschaft hängen. Darf es nicht schräg sein? Ich denke, das müsste recht schräg sein. Also, ich würde jetzt links aufnehmen, weißt du, stellen noch ein bisschen höher, dass sie die Jörgen. Ja, so, der würde mir super das gefallen. Das geht nicht wegen dem Loch. Was? Wieso? Ja, hast du gesehen, das Loch? Ich habe ja vorher vom Loch geredet. Oh, aber das ist wunderbar so. So begrüßen Sie freundlich alle Besucher. Ja, gut, okay. Dann ist das Loch schon damals richtig, oder? Genau, die hätte das sicher geplant gehabt für 2020. Wie mehr kannst du nicht mehr? Du hast nicht. Ich habe nicht studiert, es hier lochbedingt ein bisschen über der Seite. Der eine, der andere schaut dort. Mehr kannst du einfach nicht, sonst bist du neben dem Loch. Aber es tut mir gut. Weißt du, weil ja der Fels ein bisschen gegen links raufgeht, ist es auch ganz gleich, weil das Tier ein bisschen mehr... Frau ein bisschen höher als ja, der Mann. Wobei, Matt, das heisst Puck. Da könntest du wahrscheinlich noch einen Puck dahin haben oder eine Kurve. Ja. Drückt er noch, he? Man weiss halt das nicht. Hoi, jetzt aber. Jetzt nimmt es aber ganz genau, du. Ein bisschen nach Mass. Was hast du denn für einen Referenzpunkt, Simon? Fragen wir etwas besser. 502,7. Aha, gut. Ja, also ich habe das Gefühl, der Graf Jörg, der lacht jetzt schon ein bisschen mehr als vorher, tut es mir. Der hat wahrscheinlich den Reporter gesehen und freut sich, dass der kommt zu filmen. Ja, aber jetzt gibt es aber gleich ein neues Loch, hä? Nein, das ist das gleiche Loch, der alte Double-Ausbohren. Aha. Jetzt ist gerade der Bohrer abgebrochen. Aha, okay. Das ist eben das, wenn man dann noch ein bisschen batscht. Ja, das ist gut. Also man sieht auf jeden Fall, da muss man eindeutig sagen, da steckt wirklich auch Arbeit hinter. Nicht nur Denkarbeit, sondern natürlich auch einiges andere, oder? Das ist so, ja. Und handwerklich ist der Simon sehr geschickt und darum klappert das. Wenn wir das nicht wären, das Loch stimmt. Ja. Super, Loch. Heiterer Fahne, ja, in dem Fall. Ha? Super! Hättest du selber nicht gedacht? Nein! Das ist gut. Nein, aber sonst haben sie gut. Also vier Sprachen. Ja, weil wir ja auch internationale Gäste haben. Das haben wir jedes Jahr, jetzt auch vorher gehabt, ohne Kinderspur. Wir haben wirklich Leute von Brasilien, vom Nordkap, von Südafrika oder von allgemein aus der Welt. Aber damit die auch das verstehen, wir haben sonst ja nicht so viel mehrsprachig angeschrieben, aber damit die Kinderspur auch verstehen, ist das hier auf verschiedene Sprachen angeschrieben. So, jetzt sind wir einen Steg darauf. Da ist die Übersicht, he? Der Turm hat 6 Stück, ist ein mittelalterlicher Burgturm, Jahr 1100. Und auf jedem Stock hat es jetzt verschiedene Posten, eben, wo die Kinder aktiv sein können. Und die Symbole, die hier aufgezeichnet sind, zeigen ihnen an, es geht um Kleider, es geht um Burg, es geht um Flaggen, um Rüstung, um Kettehemd, um Klotz am Bein. Also geschichtliches verknüpft mit Interaktivität oder so? Genau. Und die Idee ist ja, dass es nicht ein wissenschaftliches Museum ist, wo wahnsinnig über den Kopf alles läuft, sondern es läuft eben auch über die Hände und über die Nase und über die Augen. Also ganz viel kann man selber machen, selber erfahren, selber spüren. Hast du es selber auch schon probiert? Ja, aber ich habe nicht alles herausgefunden. Ich hätte sollen Beeren und Äpfel riechen und habe dann fest müssen studieren. Am Schluss habe ich es dann herausgefunden. Die Idee von diesen Posten ist, es hat auf jedem Posten hat es ja so eine gelbe Fahne. Es ist wieder die gleiche Farbe, die es aufnimmt. Eine Flagge, eine Fahne, die man im Mittelalter viel hatte. Darauf hat es immer Redensarten, jemanden einlochen. Und darum ist ja da eben das Angstloch. Also in dem Stock, auf dem Stock hat es ein Loch, wo man früher durch das Gitter, wie man das lupft, ins Verlies, in den Kerker gekommen wäre. Und über die Loche heisst, hast du auch Platzangst in einem linken Raum? Wie geht dir das, wenn man dich einsperrt? Es sind immer auch Fragen an die Kinder und an die Jugendlichen, wie geht es denn dir? Also die Lebenswelt von heute, 2020, wird verknüpft mit dem Mittelalter. Und das dünkt uns ist eine Möglichkeit, um eben auch zurückzukommen in die Zeit und damit auch spielerisch etwas zu lernen.
Das heisst mit der Antwort, das ist tatsächlich so, also da hat man es dann nicht runtergelassen. Die Stege, die wir jetzt hochgekommen sind, die gibt es erst seit 1966. Der Stock war vorher erschlossen durch die grosse Tür hier rechts, wo man in den Turm reingekommen ist. Das ist bei allen mittelalterlichen Burgtürmen, dass immer der Eingang im zweiten Stock ist, dass man unten nicht angreifen kann. Und damit ist der unterste Stock Fenster und türlos. Und der einzige Abgang in der Stock wäre durch das Gitter, durch das Loch, durch das Angstloch gewesen. Das hat man gebraucht als Gefängnis, aber weil es im ganzen Land ja nicht viele böse Leute gibt, hat man es vor allem auch gebraucht als Vorratskeller oder also, um etwas aufbewahren. Und da gibt es dann Fragen dazu? Also, weißt du, jetzt so wegen jemand einlachen? Es steht genau, was zum Beispiel Angst, dass Angst vom lateinischen Sangustus kommt und das heisst Ink, also eben ein Verlies, ein Kerker, ist ja Ink, ist Machtangst und das ist verbunden mit dem Wort genau. Aha. Und dann gibt es Fragen, oder? Es gibt eine Grafik dazu, die ist dort auf dem Ding, auf der Flagge. Und die Kinder können dann auf dem Geleitbrief, den ich dann einmal vorziehe, sobald sie das studiert haben, manchmal gibt es eine Aufgabe dazu, manchmal gibt es ein Rätsel, manchmal müssen sie einfach selber etwas machen. Und sobald man den Post dann absolviert hat, kann man dort, hat es an dieser Flagge einen Stimpfel, kann man mit dem Stimpfel auf die Karte, auf den Geleitbrief gehen und das abstimpfeln. Und am Schluss hat man ja hoffentlich den alle 15 gemacht, erfüllt und kommt dann ein Geschenk über. Also was wir eben freut haben, auch beim Umbau, wir haben das Museum in dem Sinn auch aufgeräumt. Es ist in dem Sinn auch wieder parat und sieht frisch aus. Und wir haben an vielen Orten haben wir Platz gewonnen. Also die Räume, die weit jetzt auch von einem so einem Burgturm, der vorher auch manchmal ein bisschen verstellt und ein bisschen ink war, die ist jetzt grösser. Also man hat jetzt hier auch Platz, man sieht das Angstloch, man kann das eben anschauen, man kann rundum laufen. Also das ist etwas, was sehr durch das Projekt gewonnen hat, dass man im ganzen Turm einfach auch mehr Platz hat und damit auch die Struktur vom mittelalterlichen Burgturm viel besser wahrnimmt. Und apropos Platz, gell? Also, das heisst mit anderen Worten, da können natürlich dann eben auch die Eltern können das andere anschauen und die Kinder können sich mit diesen 15 Posten ein bisschen verweilen, oder nehme ich an? Kommt wahrscheinlich auf das Alter drauf an, wie alt sie sind. Die kleinen Kinder muss man ein bisschen mehr begleiten und bei den anderen ist es so, wie du sagst, dass man selbstständig und auch selbsttätig eben kann unterwegs sein. Und wenn jetzt jemand auf das Angstloch steht? Da? Das macht nichts. Das hat erstens ein Gitter, das ja sicher hebt, aus 500 Jahre altem Eisen. Dann hat es unten dran ein Glas. Und das Glas ist angelegt für jemanden, der mit 150 Kilo draufstehen kann. Es passiert ihm nichts. Das ist fast wie im Grand Canyon, wo man auf einer Plattform stehen kann und nachher in die Tiefe sieht. Simon, das ist so ein Bild von einer Grafikerin gestaltet. Also, wie bist du darauf gekommen, um so etwas zu machen? Grundsätzlich haben wir ein grosses Wimmelbild machen. Es ist ja, die Kinder können sehr viel sehen, sehr viel suchen, sehr viel lachen, glaube ich, je nachdem, was für eine Situation das man anschaut. Und, wir haben gefunden, der Ort ist prädestiniert für so ein grosses Bild. Und wir haben es eigentlich in Verbindung mit ein paar Duftöl gemacht. Also, du siehst hier unten die Box, wo man dann den Nümmerli entlang kann, ein bisschen schnüffeln. Da hat es wahrscheinlich unter dem 2, das muss ich jetzt eben dann suchen, wimmeln. Das 2 ist der Wein, dann schmeckt es hier rein grundsätzlich nach Wein. Und also wie geht das, wenn du das lüpfst, dann schmeckt es nach Wein? Dann, oder? Musst nicht mal lupfen, es ist ein ganz einfaches Deckel, wo man drehen kann, fast wie ein Gewürzdöschen. Ja. Man kann daran schnüffeln und dann hat es dementsprechend einen Geschmack, den man dann auf dem Bild kann suchen kann. Das ist jetzt genau das, gell, was der Matthias vorher gesagt hat, was manchmal schwierig ist. Ich habe das auch nicht. Ich schmecke dann etwas. Ich meine, ich wüsste es, aber ich kann es nicht genau benennen. Ja, das kann schwierig sein, aber ich glaube, die kleinen Spürnasen, die dann auf dieser Spur sind, die werden das schon herausfinden. Also gerade ein Speck ist fast unverkennbar. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit diesen Kinderspuren? Grundsätzlich auf die Idee sind wir gekommen, weil wir gefunden haben, im Museum Sarganserland, es ist ein sehr schönes Museum, es ist ein renommiertes Museum. Der Turm steht an einem perfekten Ort, aber es ist eigentlich für Kinder noch nicht so optimal gewesen. Es hat wenig Interaktionsmöglichkeiten für Kinder gegeben. Und wir haben gefunden, das ist eigentlich ein sehr schönes Zielpublikum. Und wenn die Kinder kommen, kommen automatisch die Eltern und Großeltern natürlich auch mit.
Und ich habe schon mal etwas Bleibendes, gell? Nicht nur gerade irgendwie mal in der Mauer rumstochern einen Tag lang, oder die Pfeilbögen basteln und so, sondern etwas, was wirklich bleibt, oder? Ja, wir hoffen es zumindest, dass es in den Köpfen bleibt und wir dürfen dann am Schluss auch etwas heimnehmen. Und so wie ich Kinder kenne, haben sie dann auch Freude an diesen Sachen und würden das mit sich tragen. Wie lange geht das etwas? Weißt du, von der Idee bis zum Umsetzen, Gestalten? Du, ich sehe den Augen nach, der geht lang. Haben wir im 18. angefangen? Ja, im November 18 haben wir uns zuerst mal an einem kalten Tag hier in dem Schlossturm getroffen und sind eigentlich mal durch die Räume gelaufen. Und jetzt ist August 2020, also man kann rechnen, es geht ein Zeitchen. Wir sind jetzt, ja, sind mitzählt, wir sind jetzt hier bei dem Posten, wo es eben vom Hafer gestochen werden. Was geht es da? Da geht es grundsätzlich, dass man so ein bisschen aufzeigt, was im Mittelalter gegessen worden ist. Also man sieht auch, oder es wird auch geschrieben, dass vielleicht je nach Schicht, Gesellschaftsschicht, nicht das Gleiche auf den Teller gekommen ist. Also sage jetzt, dass ein feiner Braten, wo wahrscheinlich sich eher die Adeligen haben können leisten, oder eben ein Haferbrei, der dann für jeden Mann war oder für jede Frau. Dass Sagen und Geschichten etwas ganz Typisches sind für das Sarganserland. Und jetzt haben wir schon ein paar Mal geredet, auch von verschiedenen Sinnen, die man eben braucht. Und ein Sinn ist auch zu hören. Also man kann nicht nur schauen, unsere Welt ist ja eine Bilderwelt heute und man sieht ganze Haufen und die Augen sind sehr aktiv. Jetzt braucht man aber eben auch die Nase und die Hände und eben da auch das Ohr. Also heisst, ich kann eine von diesen Stationen, es ist angeschrieben, Name Sargans, unterirdische Gänge oder Räuber Hanickel. Ich kann dann den Räuber Hanickel hier wegnehmen und wenn ich Kind bin, bin ich da unten und wenn ich gewachsen bin ich da oben und ich kann dann hier hören. Was hörst du jetzt? Wir haben eine ausgezeichnete Sprecherin gehabt, Susanne Neier, und sie erzählt mir jetzt Geschichte in kurzen Sätzen vom Räuberhauptmann Hanickel, der eben auf dem Schloss Sargans auch mal eingesperrt war. Das war ein ganz berühmter Räuber aus dem 18. Jahrhundert, der berühmt, berüchtigt war, wo es fast nie gefasst hat. Erst am Schluss von Sargans, vom Schloss aus, ist er geflohen und hat aus dem Gefängnis können ausbrechen. Und erst am Schluss hat man ihn mal gefasst und am Schluss dann halt gleich auch noch aufgehängt. Aber natürlich eine Auswertung, ihr kennt Sarganserländer, oder? Ja, ich habe ja gesagt, es gibt keine bösen Sarganserländer. Ja, eben, siehst du nur, also Geschichte ist irgendwie in sich geschlossen, einfach eine Wahrheit bis in die Gegenwart. Genau, und es hat eine Geschichte noch über unterirdische Gänge, also über Häumlinge. Ah, Geheimgänge quasi vom Schloss weg oder zum Schloss. Ja, das muss man hören, dann erfahrt man das. Oder wie überhaupt der Name Sargans entstanden ist, warum das die Gans im Wappen ist und warum das man Sargans sagt. Und da haben wir jetzt immer das so eine Kette. Hemd, oder wie sagt man denn? Ja, das ist ein Kettehemd. Das besteht aus 20'000 so handgenieteten Ringli. Im Prinzip ist es ja ein Schutz für einen Träger. Das hat 20 Kilo, wenn man das anlegt. Und die Idee ist, wenn ein Pfeil kommt, später dann ganz leichte Gewehrkugel, dann könnt ihr da das Gewebe nicht durchdringen. Das macht man auch bei, es gibt ja auch Stoffe, die man webt, die ziemlich fest sein müssen. Es hängt zusammen mit gerüstet sein, also vorbereitet sein. Das ist wieder die Redensart dazu. Und es passt zum Beispiel auch der Helm dazu, den die Kinder natürlich auch anlegen können. Der Helm ist eine Replika, aber ist ziemlich auch aus der Zeit, wo der Graf Jörg und Gräfin Anna überklebt haben. Und da kann man ihn hier anlegen und sehen. Hey, das steht denn gut? Ja. Man sieht die Frisur nicht mehr so gut, aber das ist vielleicht kein Nachteil. Der Helm heisst mit offenem Visier kämpfen, seine Absichten offenlegen, zeigen, was man will. Dazu gehört die Stadtfahne von Sargans. Das ist eine Fahne, die es seit 1405 schon gibt, also mehr als 600 Jahre. Und die Kinder haben vielleicht auch Ideen, wie sie andere Fahnen könnten gestalten könnten. Dann hat es hier so eine Art Bastelbogen, sie könnte die Vorlage nehmen. Man kann auf dem Tisch hier malen, es hat Leim und Stäbli und am Schluss eine eigene Fahne mit Heini. Was hat es mit der Leinwand hinter dir? Die Leinwand kommt dann wieder weg, das hat noch Zusammenhang jetzt mit der Sonderausstellung. Das ist nur einfach, dass man nicht abgelenkt wird durch einen anderen Ausstellungsteil. Ah, und sich etwas auf die Fahne schreiben, das hängt eben jetzt damit zusammen, dass man selber kann quasi ein ganzes Wappen machen im Grunde. Genau. Grundsätzlich heisst es natürlich, die Leute haben ja immer ihr Wappen auch als Signet, als Brand, als Logo genommen. Aber grundsätzlich kann man das ja auch selber erfinden. Wenn mir eine Lilie gut gefällt oder wenn ich gerne eine Katze habe, dann kann ich auch eine Katze auf meine Fahne zeichnen, heute. Sich etwas auf die Fahne schreiben, grundsätzlich wäre ja die Redensart, sich etwas zum Ziel setzen. Und das hat ja mit dem Zeichen auch aus dem Mittelalter, ist ja das dann gut verbunden.
Aber egal, was das Kind hier zeichnet. He. Genau. Das ist ein ganzer Länderwappen bleibt jetzt mal in Gottes Namen hier die ganze. Das Gottes Namen würde ich wegschauen. Das ist ja wunderbar. Die Gans gehört zu Sargans. Die drei goldigen Sterne gehören zum Sarganserland. Aber es hat ganz verschiedene Gesichter, hat ganz verschiedene Gänse, habe ich das Gefühl. Kommt mir vor, wie der Bundesadler im Deutschen. Der Architekt hat ein paar hundert verschiedene Adler gebracht. Das ist ganz auch, oder? Es gibt halt auch unterschiedliche Geschmäcker und es verändert sich wahrscheinlich auch ein bisschen in der Zeit. Aber ein Gans bleibt ein Gans natürlich. Erster Versuch, sind wir nicht so ganz richtig eingestellt. Dann probieren wir es mal und tippen. Aha. Oh! Mach dich bereit, ich bin bereit. So, liebe Leute, es geht noch genau 7 Sekunden, 6, 5, 4 und dann seht ihr den elektronischen Graf Jörg. Und das wäre er. Und jetzt kommt das Bild. Oh, genau. Wunderschön. Hat mir das niemand gesagt? Hey, also, komm, das ist natürlich ein Stunkel und ein Lager, das ist wunderschön. He? Es steht auch, erzähl etwas über dich. Warum hast du so schöne Haare und warum so eine gerade Nase? Aha. Das kannst du dir erzählen. Jetzt ja. Kannst du deine E-Mail-Adresse eingeben, wenn du willst. Ja. Ich mache Werbung natürlich für Rheinwelten, das ist ja der beste Fernsehsender. Ja, hey, wo wir mal einen. Hin. Und dann kann man hier drücken und man kann auch überspringen. Man kann das Bild nachher haben, wie man will, und kann das an sich selber schicken. Ah, super. Hey. Und was man natürlich gemacht, was wir jetzt nicht gemacht haben, was die Kinder ja sicher machen, es hat daneben ja eine gute, grosse Umkleidekabine mit ganzen Haufen Helm und Prinzessinnenhüte und Gewand und Ritterschild und so weiter. Und man kann sich ja dann eben als Graf Jörg, als Gräfin Anna anlegen und mit dem richtigen Outfit, mit dem richtigen Gewand dann eben die Fotos machen. Was hast du dort noch geblättert? Das ist ein Buch, das zur Tafel passt. Die Tafel ist noch nicht ganz da, es geht eben um Kleider. Und das Thema ist also Gewand, mittelalterliches Kleid. Und das Buch, das ja viel später von Gottfried Keller geschrieben worden ist, heisst «Kleider machen Leute». Also das ist die Geschichte vom König, der ohne Kleider durch die Strasse läuft und alle Leute, weil sie dem König gefallen sagen, ja, Herr König, wunderbares Kleid, dann bist du in der Unterhose. Aha. Und es kommt ja auch ein bisschen darauf an, man tut ja manchmal die Leute auch taxieren und urteilen, wenn sie schöne oder eben weniger schöne Kleider haben und eigentlich ist das ja gar nicht so relevant. Wichtig ist ja der Mensch und wichtig ist ja das Verhalten, das dahinter steht. Und das ist, glaube ich, auch eine Weisheit, die man nach 500 Jahren immer noch die gleiche hat wie heute. Du legst mir so angeschaut, wo du geredet hast von Kleidern und von Schönmachern. Das heisst, mit anderen, du wolltest sagen, ich wäre gleich gescheiter zuerst noch in die Kabine reingegangen und hätte mich ein bisschen verschönert, oder? Verschönert nicht, aber mittelalterlich angelegt, weil es eben zu dieser Kinderspur, zu dieser Spürnase, zu dem mittelalterlichen Leben würde passen. Ja, also Matthias, Simon, wirklich hervorragend, gell, finde ich. Auf 6 Stück Interaktion, 15 Posten mit einem Pass dazu, international möglich, mit verschiedenen Sprachen, mit 4 Sprachen. Also schon ein recht grosser Gewinn für das ja auch wirklich auszeichnete Schloss da, oder? Das ist es. Es ist sicher auch ein Meilenstein, es ist ein neuer Punkt. Es ist irgendwie wieder wie ein neuer Anfang für das total renovierte und frische neue Museum dank dieser Kinderspur. Was ich auch noch sagen möchte, ist, all das ist natürlich nur möglich geworden, weil das ja auch am Schluss jemand muss finanzieren muss. Und da sind wir außerordentlich froh, dass die Kinderspur ist entstanden mit Unterstützung von der Raiffeisenbank Sarganserland. Die haben Jubiläum gehabt, die haben eine ganz grosse Spende gemacht und haben uns einfach auch ermöglicht, Raiffeisenbank Sarganserland, vielen Dank, dass wir das machen konnten. Das wäre sonst gerne gegangen. Das Dach ist speziell, so ist es seit 1604, aber wie man abnimmt, sieht man, aha, früher hat ja das Schloss Zinnen rundum und die werden ja da ausgeschnitten, die kann man dann selber an der Mauer nachverfolgen und sieht eben, wie die Mauer aufgebaut ist und das Dach da damit mit Zinnen ist natürlich von außen gesehen wie ein Flachdach, aber ist ganz anders gestaltet, als es eben heute ist. Da kann man da wieder weiterlupfen, kann das auch rausnehmen und sieht dann, dass der Turm anders ist als heute. Die nächste Station kann man wegnehmen und sieht, aha, jetzt kommt noch ein Pultdach. Also die Kinder auch, ich glaube, so kann man es irgendwie entwickeln, dass sie eben checken, wie das Schloss aufgebaut ist und dass nicht immer das schon so ist, sondern es ist auch, ein Bauen ist immer ein Prozess. Bauen ist etwas, wo man weiterbaut und wo man verändert und darum ist der Zustand von heute
auch gut zu verstehen, wenn man weiss, wie er eben vorher war. Also du bist Historiker natürlich, aber also, Herr, hast du all das Wissen, weißt du, und wie hat man das herausgefunden? Da gibt es einen Haufen Untersuchungen, da gibt es Fachleute, die das auch untersuchen, da gibt es Leute, die das, den Verputz und die verschiedenen Sachen studieren. Fredi Hipper hat seit Jahren Beobachtungen gemacht an dem Schloss, ausgezeichnete Schlüsse auch daraus gezogen. Ja, da muss man einfach die Augen offen haben. Das ist das, glaube ich, auch, was man mit dem Kind, das kann man auch als Kind, einen Nagel, einen Haken, eine Mauröffnung, ein Fenster gesehen. Und wenn man das richtig dann deutet, dann kommt man auch auf die richtigen Ergebnisse. So, jetzt wäre das Schloss wieder zusammen. Das heisst, wenn es am Donnerstag aufgenommen, man wäre es parat für einen Ritterschlag der Kinder und hoffen dann natürlich, dass es einen Haufen Besucher gibt, oder? Herzlich willkommen, wir freuen uns auf die neue Kinderspur. Nobilis ac strenus dominus ac comes Georgius de San Gans, qui fit ultimus in iste laudabili parentella, qui clausit vitae sue in Ortenstein, sepultura cum omnibus signis et gallia in ecclesia in San Gans. Ist nicht chinesisch, sondern latin und heisst, der Graf Jörg sei gestorben auf dem Schloss Ortenstein im Dom Lesch und ist dann begraben worden in der Kirche San Gans. Der Spruch weist sie darauf hin, dass man auf dem Schloss Sargans, auf dem Innenmuseum Sarganserland schon lange und schon ein paar Mal auch mit dem Graf Georg und mit dem Mittelalter eben verbunden gewesen sind. Das muss man ja sein in so mittelalterlichen Mauern. Darum habe ich eben auch den Hut angelegt. Das ist der Hut, der sonst etwa getragen wird am Sarganser Mittelaltertag. Das nächste Jahr gibt es den wieder. Mit Hellebarden, mit Schwert, mit Schild ist der Graf Georg begraben und damit heute noch lebendig eigentlich in dem Sargans und in dem Sarganserland. Und auf dem Flyer von der Kinderspur nimmt er dann sein Thema auch auf und es wird dann gefragt, hast du eine gute Spürnase? Dann bist du richtig auf der neuen Kinderspur im Schloss Sargans. Jemand mit einer guten Spürnase hat nämlich eine besondere Gabe, Dinge herauszufinden. Auch du darfst im Schlossturm viele Rätsel lösen. Das Schloss ist 1282 erstmal erwähnt worden und dann haben die Grafen von Sargans und Werdenberg das an die sieben alten Orte verkauft. 1899 hat die Ortsgemeinde Sargans gekauft. Heute sind im Schloss das Museum Sargans und alle im Turm, dann haben wir das Restaurant mit dem Schlossmuseum und dann haben wir noch eine Ausstellungsgalerie, wo man hier ausstellen kann, und den Torkelkeller.
Das Museum der ganzen Land ist eben in die Jahre gekommen und leider hat wie überall das Geld gefehlt für die Erneuerung. Mit dem Jubiläumsgeld von der Raiffeisenbank der ganzen Land haben wir eigentlich zuerst eine andere Idee gehabt. Wir wollten den Wehrgang erneuern oben dran. Man sieht ja hier oben, es ist ja, wäre ja, die Türen wären um, man hätte nicht mehr einen Wehrgang hermachen. Mit der kantonalen Denkmalpflege, mit denen sind wir eigentlich, ist noch relativ gut gegangen. Aber die Eidgenössische Denkmalkommission hat dann leider uns das Projekt gebotigen. Es ist eigentlich schade, es wäre ein innovatives Projekt gewesen und es wäre ein Anziehungsmagnat gewesen. Raiffeisen-Serganz hat sich dann bereit erklärt, das Geld im Museum Serganzenland zu geben. Recht herzlichen Dank. Das erste Treffen, der Matthias schon gesagt, war September 2018. Ich habe meinen Zettel November drauf, weil ich gefunden habe, es war relativ kalt im Schlossturm oben, weil er dann nicht geheizt ist. Aber es ist schon ein Zeitchen her. Und das erste Arbeitspapier haben wir dann Dezember 2018 unter dem Namen Modernisierung Museum Serganzenland aufgeschrieben und abgegeben. Es hat so viele Möglichkeiten gehabt, dass wir noch gar nicht gewusst haben, was wir genau machen wollen mit dem Budget, das wir von den Raiffeisen zur Verfügung gestellt bekommen haben. Klar war aber dort schon, dass wir irgendetwas für Kinder machen wollen, weil das bestehende Museum grundsätzlich, ich würde jetzt mal behaupten, mehr für die Erwachsenen war. Da haben wir wirklich alle das Gefühl gehabt, die Kinder kommen ein bisschen zu kurz und auch das Schloss Sargans respektive das Mittelalter kommt ein bisschen zu kurz. Und wenn du Kinder im Museum hast, kommen sicher die Eltern oder kommen sicher die Grosseltern, weil die meistens ja nicht allein rumtappen in so einem grossen Schlossturm. Am Ende, finde ich, haben wir ein sehr schönes Resultat auf die Beine gestellt. Simon, oder? Hast du das? Würdest du das? Und jetzt darfst du den Fächer durchschneiden. Oh.